Ja, wir brauchen alle Geld zum Leben. Wo ist das noch einmal? Ohne Kohle, ohne Knete ist das Leben eine Qual. Und so sollten alle haben, was jeder eben braucht. Das bereichen wie bei Armen stets der Schornsteinrauch. Hallo allen von Hartz IV und Hartz IV Betroffenen und Bedrohten und allen, die ihnen beistehen. Immer wieder bekomme ich Anfragen, Berichte von Betroffenen, nicht nur, aber vorrangig aus dem Kulturbereich. Die meisten Nachrichten sind nicht besonders positiv. Zu langes Warten auf zu geringe Nothilfen, zu langes Warten auf zu geringe Transferleistungen, Willkür und Schikane beim Amt und wieder immer mehr Sanktionen. Allerdings manchmal bekommt man noch eine gute Nachricht. Eine Freundin von mir, die bis vor einem Jahr ein sehr gut gehendes Geschäft hatte und das maßnahmenbedingt aufgeben musste, ist nun in Grundsicherung im Alter geraten. Und ihr Antrag ist problemlos durchgegangen. Allerdings jetzt für die zweite Antragsrunde ist sie zu einem neuen Sachbearbeiter gekommen. Da weiß man es noch nicht, also halten wir ihr die Daumen. Wie gesagt, ich bekomme immer wieder Anfragen und ich bekomme auch ein paar Tipps. Und zwar wird mir immer wieder gesagt, du musst doch unbedingt bei Facebook und bei Twitter und bei Instagram sein, weil du sonst nicht genug Leute erreichst. Liebe Kollegen und Kolleginnen, erzählt ihr doch mal eure Geschichten bei Facebook und Twitter und Instagram. Es muss ja nicht immer die gleiche sein. Aber solange es die gleiche ist, habe ich gedacht, wir gehen heute mal, nachdem jetzt die Restaurants wieder offen sind und man mancherorts sogar ungetestet, ungeimpft und ungenesen da wieder hin kann, wir gehen mal richtig schick essen. Es ist ungefähr vor 10 Jahren entstanden, diese Geschichte. Und sie heißt eigentlich fast so gut wie. Du triffst dich mit den anderen vom Kurs, zum Essen und Plaudern, 2-mal im Jahr, seit 4 Jahren, seit ihr euch kennengelernt habt bei einer Maßnahme der Arbeitsagentur, PC und so, nur Frauen, 20. 2 davon haben einen Job oder sogar eine Stelle gefunden. Eine bezieht inzwischen Rente, mit dem Rentenanteil ihres verstorbenen Mannes lebt sie ganz gut, die anderen sind nach wie vor arbeitslos, aber gut verheiratet, bis auf eine. Damals. Auf das Happy End mit fragwürdigem politischem Aspekt kommen wir sicher in einer anderen Folge nochmal. 7 von den Frauen, darunter du, haben sich angefreundet und suchen nun regelmäßig gemeinsam ein Restaurant auf, zum Plaudern und Essen. Du bist Freiberuflerin. Aufträge sind rar. Deine Branche floppt. Vor 4 Jahren lief fast gar nichts, da warst du Aufstockerin oder Ergänzerin und dir wurde die zuvor erwähnte Maßnahme zuteil. Dauer 3 Monate. Nutzen? Keiner. Buchhaltung bringt nicht so wahnsinnig viel, wenn man 40 Jahre im Schauspielberuf war und Mathe 5 hatte. Aber es war nett mit den anderen Frauen. Und danach schien es wieder aufwärts zu gehen mit der Branche. Aber jetzt ist es wieder miserabel geworden. Du bist nicht gut verheiratet, du bist überhaupt nicht verheiratet und so dümpelst du aufs Neue bei Hartz IV herum unter der Rubrik Leistungsbezug ohne Arbeitslosigkeit. Du hast Einkommen, aber das wird auf die Leistungen angerechnet, heißt davon abgezogen, bis auf 100 Euro Arbeitsanreiz. Du brauchst keinen Arbeitsanreiz. Na gut, den Arbeitsanreiz butterst du regelmäßig in deinen Bürobedarf, aber das reicht nicht für einen neuen Rechner. Du bräuchtest einen neuen Rechner.
Berufliche Ausgaben kannst du geltend machen, sofern deine Einnahmen die Ausgaben übersteigen. Aber ob dein Sachbearbeiter sie anerkennt, liegt in seinem Ermessen. Ob sie angerechnet werden oder nicht, weißt du infolgedessen immer erst hinterher. Eckregelsatz. Da bleibt nichts übrig, schon gar nicht, wenn man arbeitet, denn auch Arbeiten kostet was. Doch das Geld reicht kaum für die Monatsfahrkarte, für ein Buch oder ein Auswärtsessen schon gar nicht. Es reicht nicht mal fürs Essen zu Hause. Das Essen holst du dir seit kurzem bei der Armentafel. Und deshalb bist du drauf und dran, das heutige Treffen mit deinen Freundinnen abzusagen, denen es allen noch besser geht? Sag nicht ab, auch wenn es schwerfällt. Geh hin. Bestell ein Glas Saft oder Tee oder einen Cappuccino und dabei bleibst du den ganzen Abend. Mehr kannst du dir nicht leisten, das ist ein Fakt. Keine Sentimentalitäten, du bist nicht hungrig. Du hast gegessen, daheim, bevor du aufgebrochen bist. Spaghetti mit Tomatensauce aus frischen Tomaten und Basilikumblättern. Das war sehr gut. Du möchtest mit den Frauen zusammen sein, aber mehr als ein Tässchen irgendwas ist nicht drin. Und auch das nur zu besonderen Gelegenheiten. Also, heute. Sei wachsam. Beobachte deine Gedanken. Gib nicht nach, wenn sie dich verführen wollen. Doch bitte etwas mehr zu bestellen. Wenigstens ein Süppchen oder nur einen kleinen Salat. Weil das doch sonst so komisch aussieht. Ja, weil das doch sonst blöd wirkt sonst. Sei ehrlich. Weil du nicht unangenehm auffallen willst? Weil du den anderen nicht den Spaß verderben willst? Wo bleibt dein Spaß? Hier ist er. Du hast kein Geld und handelst entsprechend. Die anderen haben noch Geld. Sie bestellen Mineralwasser, ein paar Aperitifs, Pink Bird, Rossini, Bellini, Sherry Tiopepe, Wein und Bier. Müller-Thurgau, oder nein, lieber doch ein Riesling-Kabinett. Dahlheimer Kranzberg Dornfelder, ein helles, blauer Zweigelt, ein alkoholfreies. Alta Villa della Corte, Cabernet Sauvignon. Zum Wohl. Du bleibst bei einem Almdudler oder einem Bitter Lemon oder einem Tomatensaft. Oder bleiben wir beim Cappuccino, beim Soja-Cappuccino, den gibt's nämlich hier. Das ist nicht selbstverständlich und ein Grund, glücklich zu sein. Du bleibst also beim Soja-Cappuccino und einem Glas Leitungswasser. Nippst glücklich an deiner Tasse und an deinem Glas. Nippst kleinlippig. Soll ja reichen für 2 bis 3 Stunden Spaß. Die Freundinnen bestellen. Der erste Gang, meine Damen, Salat. Erdbeer-Chicorée-Salat, Feldsalat mit roten Linsen, Waldorfsalat, großer gemischter Salat, Alexandrowa-Salat, Vorspeisen, gratinierter Ziegenkäse, Tafelspitz-Sülze, ein Süppchen, Kokos-Curry-Cremesuppe, Schaumsuppe von der Brunnenkresse, fruchtige Tomatensuppe mit frisch gehobelten Parmesan und Basilikum. Na, sowas ähnliches hattest du vorhin ja auch, oder? Und als Hauptgericht? Freundlich, aber bestimmt, winkst du ein zweites Mal ab. Nichts. Danke. Atem anhalten am Tisch, unmerkliches Liederzucken. Bleib standhaft. Du sagst nicht, ich suche noch. Du sagst nicht, ach, tut mir leid, aber mein Magen spielt heute so verrückt. Du hast nichts zu vertuschen. Knuspriger Gemüsestrudel mit Pesto, Tomatenfondue und Kressekartoffeln. Du hast kein Geld. Gnocchi al Diabolo mit Trüffelsplittern. Wenn deine Freundinnen meinen, es vertuschen zu müssen, so ist das ihre Sache. Der Spanferkelbraten mit Spitzkraut, Dunkelbiersoße und Kartoffelknödel. Sie wissen, dass du keine Schlankheitskur brauchst. Safranrisotto mit grünem Spargel. Sie wissen, dass du argenabhängig bist. Und die Riesenpizza mit Tomaten, Edelpilz, Käse, Pizzakäse, Schafskäse und Hartkäse. Sie wissen, dass du kein Geld hast. Lachsforellen, Medaillons auf roten Rüben mit zartem Gemüse und Krähenschaum. Guck mal, hier. Die haben auch Zenn-Sticks. Vegan. Sie reichen dir die Speisekarte.
Du liest aufmerksam. Zen-Sticks mit Sojafleisch, Kirschtomaten, frischer Mango und Salat in Mango-Orangen-Ingwer-Dressing mit einer Note von Soja und Arganöl. Klingt gut, wirklich. Du lässt eine kleine Pause, falls eine noch was sagen möchte, und dann sagst du noch einmal: Klingt wirklich gut. Klappst die Speisekarte zu und legst sie beiseite. Ja, dann Mahlzeit. Guten Appetit. Danke. Gleichfalls. Ab und zu, während sie essen und plaudern, sieht eine mit einem kurzen Seitenblick auf dich und deine Tasse. Du hältst die Tasse zwischen den Händen, als wolltest du dir die Finger wärmen, als gäbe es nichts Gemütlicheres als eine halbleere Tasse mit zerfallenden Schaumresten zwischen den Handflächen zu drehen. Du erzählst, fragst, antwortest, lachst, nicht anders als die anderen. Ab und zu nimmst du ein Schlückchen vom Leitungswasser. Wenn du sehr mutig wärst, dann würdest du sie jetzt fragen, ob es schmeckt und wie es schmeckt. Na gut, so mutig bist du nicht, musst du auch nicht sein. So wird jedenfalls nach und nach plaudernd und lachend auch der Hauptgang verdrückt. Naja, nicht ganz. Oh, die Riesenpizza, die war einfach zu groß. Das Spanferkel war doch mächtiger als gedacht. Die Lachsmedaillons, also, die haben doch diesmal etwas fad geschmeckt. Und ach ja, na ja, die Augen sind ja oft größer als der Magen, gell? Ja. So trägt der Kellner halbvolle Teller ab. Darf es noch eine Nachspeise sein, meine Damen? Deine Freundinnen zögern. Aber das schafft man ja wohl auch noch. Süßes regt die Verdauung an. Schoko-Whisky-Sahne-Creme? Mousse-Chocolat auf Soßenmalerei mit frischen Früchten klingt auch nicht schlecht. Tiramisu, Coupe Amarena, Creme Brûlée garniert mit Rosenblättern. Ach, oder ein kleiner Espresso als Abschluss, oder lieber ein Verdauungsschnäpschen? Munter weiter parlieren, schabst du die klebrigen Zuckerreste aus deiner Tasse. Inzwischen hast du ein paar Stiche in der Herzgegend verspürt und ein paar Mal schwer geschluckt. Das ist angemessen. Es ist schon vorgekommen, ab und zu, nicht oft, dass jemand gefragt hat, wie es denn da so sei bei der Tafel. Und ganz beiläufig hast du gesagt, kannst ja mal mitkommen. Och, wie viele Termine sie da plötzlich hatten. Auch die Hausfrauen. Oh, und immer am Donnerstagnachmittag, immer an Tafelnachmittagen. Manchmal konntest du dich über die Ausflüchte amüsieren. Manchmal aber hat es wehgetan zu spüren, dass niemand dort stehen will, wo du stehst. Nicht einmal freiwillig. Nur für eine halbe Stunde. Nur um zu erfahren, was dir widerfährt. Heute Abend fragt keine. Es ist nicht einfach. Auch bei der Tafel ist es nicht einfach. Dazu kommen wir auch noch. Sie meinen es gut, aber es ist nicht einfach. Auch mit den Freundinnen ist es nicht einfach. Doch der Abend ist noch nicht zu Ende. Sei geduldig, warte ab. Vielleicht, wenn der Kellner zum Kassieren kommt, zu dir kommt er zuletzt, fast hätte er vergessen, dass es dich gibt. Vielleicht zahlt dann doch eine von den anderen deinen einen sonderbaren Cappuccino. Wenn nicht, hast du was dazugelernt. Über die Welt, in der wir leben. Und du weißt hoffentlich, dass du dich nicht schämen musst, dass nicht du dich schämen musst und schon gar nicht anderen die Scham abnehmen. Und vielleicht, wer weiß, konntest du den Abend sogar genießen. Wenn nicht, hast du was dazugelernt über dich und die Welt. Aber vielleicht bezahlt ja heute Abend eine für dich mit. Könnte ja sein. Nur wenn jemand mitkäme mit dir zur Armentafel, das würde dich wundern. Immerhin, möglich ist es. Einmal ist es sogar passiert. Meine Tochter war für ein paar Tage angereist aus der Ferne. Semesterferien. Auch sie hatte Angst. Alle haben Angst davor.
Fast alle tun ja fast alles nur, um nicht dort stehen zu müssen, um nicht dort zu landen. Denn dort ist ganz unten. Oder fast. Aber Tochter stellte sich mit in die Schlange, draußen vor der Tür zur Tafel. Es regnete. Schon ein blödes Gefühl, sagte sie. Andererseits, die Leute grüßen einander, reden, lachen. Die Kinder hüpfen in den Pfützen, ganz normal eigentlich. Hm? Naja, aber wir stehen ja auch hier rum und sind eigentlich ganz normal, oder? Und wie läuft das jetzt ab da drin? Naja, wie im guten alten Tante-Emma-Laden. Du sagst, was du brauchst, musst nicht alles nehmen, was man dir anbietet. Man muss nicht alles mögen, nur weil man arm ist. Gott sei Dank. Hier, das Kärtchen zum Abstempeln. Du musst allein dort rein. Ist zu eng da für mehrere. Na gut, aber die denken jetzt sicher, so jung und kriegt schon Stütze. Ganz schön blöd, was man so denken, was man so denkt, dass andere denken. Sie ging hinein und kam wieder mit dem prall gefüllten Rucksack auf dem Rücken. Wir machten uns auf den Heimweg. Aber irgendwie, sagte sie, irgendwie ist es auch befreiend, zu erfahren, wie das ist. Nicht angenehm, aber da sein zu können, wo niemand sein will, das ist auch befreiend. Dort stehen zu können, wo niemand stehen will. Und zu sich zu stehen, auch da, das kann befreiend sein. Und daheim, als wir zu Mittag aßen, Spinatlasagne mit einer knusprigen Kruste aus veganem Parmesan, zum Dessert Panna Cotta aus Mandelmilch mit frischen Himbeeren, beides leichtfertig dazugekauft, sagte sie: Weißt du, Mama, eigentlich lebst du jetzt vorbildlich ökologisch, denn das würde ja alles weggeworfen, wenn es die Tafel nicht gäbe. Ist doch cool. Und die Einkäufe werden dir heimgetragen. Naja, zumindest heute. Und zahlen musst du auch nicht, wenn du da einkaufst. Also eigentlich lebst du doch fast so gut wie Königin Elisabeth, oder? Und jetzt kommen wir zu Arm und Reich vor 8. Heute über Bedrohungen und Abstände. Aktuell sieht der Hartz-IV-Regelsatz 5 Euro täglich für Lebensmittel vor. Für eine ausgewogene Ernährung wären aber mindestens 8 Euro täglich nötig. Gerade durch die Preissteigerungen, auch bei den Lebensmitteln im Zuge der Corona-Krise, wird es für Betroffene von Hartz IV immer schwerer, gesunde Lebensmittel zu kaufen. Wenn dann noch unerwartete Ausgaben anstehen, wird dies ein Ding der Unmöglichkeit. Viele sind ohnehin auf das Angebot der Tafeln angewiesen, aber auch dort muss man nehmen, was verfügbar ist. Sozialverbände, Gewerkschaften und Parteien fordern daher eine Anhebung der Regelsätze von aktuell 446 Euro auf mindestens 600 Euro. Allein die Bundesregierung sieht nach wie vor keinen Handlungsbedarf. Masken und so müssen ja auch noch davon gekauft werden. Die Lebensmittel wurden im globalen Durchschnitt binnen eines Jahres um ein Drittel teurer. Von dieser Entwicklung werden die Menschen in ärmeren Ländern überproportional hart getroffen, da Nahrungsmittel einen weit größeren Anteil ihrer Lebenshaltungskosten ausmachen. Doch auch in Deutschland spüren viele die Inflation deutlich, zum Beispiel diejenigen, die ein Haus kaufen oder bauen möchten. Die Immobilienpreise steigen förmlich durch die Decke. Die Kosten für Bauholz haben sich während der ersten 3 Monate dieses Jahres verdoppelt. In dieses Bild passt, dass die Milliardäre der USA während der vergangenen Jahre Farmland in großem Umfang aufkauften. So viel sogar, dass niemand geringerer als Bill Gates nun zum größten Landbesitzer der USA avancierte. Herzlichen Glückwunsch. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl derer auf einen neuen Rekordwert, die nicht von ihrer Rente leben können und auf Grundsicherung im Alter angewiesen sind. Das sind mehr als 564.000 Menschen. Das ging aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage eines Abgeordneten
hervor, der wissen wollte, wie hoch der gesetzliche Mindestlohn sein müsse, damit man nach 45 Arbeitsjahren eine Rente ausgezahlt bekommt, die über dem durchschnittlichen Sozialhilfesatz liegt. Die Antwort bekam er: 12,21 € pro Stunde brutto bei einer Arbeitswoche mit 39 Stunden. Dann bekäme man eine Rente von 835 Euro netto. Viele werden wohl weiterhin ihren kargen Lebensabend mit Flaschenpfand etwas erträglicher zu gestalten versuchen müssen. Das bundesweite Bündnis auf Recht bestehen weist darauf hin, dass die Situation bei vielen Jobcentern und Agenturen für Arbeit für erwerbslose oder einkommensarme Menschen äußerst problematisch ist. Wegen der Corona-Pandemie ist die persönliche Vorsprache bei den meisten Behörden fast unmöglich. Daher kommt es oft zu Problemen und Verzögerungen bei der Bewilligung von Sozialleistungen. Müssen Sie eigentlich mehr Zeit haben, wenn weniger Leute kommen. Na gut. Die Bundesagentur für Arbeit nutzt die durch die Corona-Pandemie verursachte Schließung der Agenturen für Arbeit und Jobcenter auch dazu, den Leistungszugang zu digitalisieren. Anträge sollen möglichst alle elektronisch übermittelt werden. Der sechste Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung stellt fest, nach wie vor sind 15 bis 16% der hier lebenden Menschen von Armut bedroht, 40% davon dauerhaft. Während der Pandemie verzeichneten die 950 Tafeln in Deutschland einen erholten Zulauf von zuletzt fast 40%. Der Abstand zwischen den reichsten 10% und der gesamten unteren Hälfte der Bevölkerung, die so gut wie nichts gespart hat, weil sie nichts sparen konnten, ist seit Ende der 90er Jahre im Schnitt vom 50 auf das 100-fache gestiegen. Thomas Fricke in einem Spiegelartikel im Mai. Dass sie nichts sparen konnten, war meine Einfügung. Und jetzt einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.